Moin Moin meine lieben Freunde und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wie ihr am Titel ja schon gesehen habt oder auch gerade an der Stimme gehört habt, geht es in diesem Tutorial einmal um einen Voice Changer mit einer künstlichen Intelligenz. Das heißt, ihr könnt eure Stimme verwandeln in Stimmen wie zum Beispiel Barack Obama, Rick von Rick and Morty oder Joe Biden und noch viele mehr. Das Ganze ist komplett kostenlos und ich möchte euch einmal kurz zeigen, wie ihr das einsetzen könnt bzw. wie ihr das einstellen könnt. Das Ganze könnt ihr dann für Discord, für WhatsApp, für andere Games benutzen, wozu ihr auch immer Lust habt. Ich hoffe, das Video gefällt euch. Falls ja, vergesst nicht, den Daumen nach oben da zu lassen, den Kanal kostenlos zu abonnieren und jetzt wünsche ich euch schon ganz viel Spaß mit dem Video. Bevor wir nun mit dem Video anfangen, noch ein kurzes Wort zu unserem Sponsor des heutigen Videos, OwnPro. OwnPro ist ein OBS-kompatibles Plugin, welches eine Vielzahl von Funktionen zur Verwaltung und Verbesserung für euren Stream bietet. Über OwnPro habt ihr die Auswahl zwischen hunderten kompletten Overlay-Paketen, die ihr über ein monatliches Abo ganz einfach herunterladen könnt und in OBS einbinden könnt. Neben kompletten Overlay-Paketen gibt es über OwnPro aber auch einen Chatbot, Alerts und ganz neu auch Musik von Epidemic Sound, die ihr in euren Streams benutzen könnt. Falls sich das für euch interessant anhört, dann checkt auch gerne den Link in der Videobeschreibung aus. Mit dem Code FINNINGWEST erhaltet ihr außerdem satte 50% auf alle Produkte. Als allererstes gehen wir dafür einmal auf die Seite VoiceAI. Den Link dafür habe ich euch in der Videobeschreibung dargelassen und das Ganze wollt ihr dann ganz einfach einmal downloaden. Dann führt ihr den Download ganz einfach einmal aus und ihr seht schon, das Ganze ist noch in einer Beta-Version. Ihr müsst euch dann einmal mit eurer E-Mail-Adresse registrieren und dann einen Registrierungscode eingeben, den ihr dann per Mail geschickt bekommt und letztendlich ist das Ganze relativ einfach zu verstehen. Ihr seht schon, das gibt Coins, also man muss die Stimmen nach und nach freischalten, man hat aber von Anfang an auch Stimmen, die kostenlos zur Verfügung sind und als allererstes wollt ihr hier einmal euer Mikrofon auswählen, mit dem ihr das Ganze aufnehmt und dann gibt es letztendlich zwei verschiedene Modi und zwar einmal den Record Mode, also wenn ihr einfach nur etwas aufnehmen wollt und das Ganze danach als Datei ausgespuckt haben wollt und dann bekommt ihr diese Dateien letztendlich zum Download zur Verfügung gestellt und es gibt einmal den Live Mode und dort könnt ihr den Voice Changer benutzen, um zum Beispiel die Stimme zu verzerren auf Discord, bei Skype, bei WhatsApp, bei Zoom, bei Steam, bei League of Legends und vielen anderen auch mehr. Und hier kann man das Ganze dann einmal testen. Wir gehen als allererstes einmal den Record Mode durch. Hier wählt ihr wie gesagt einmal euer Mikrofon aus und wenn ihr hier einmal raufklickt, seht ihr schon, dass es relativ viele verschiedene Stimmen gibt und es sind am Anfang auch einige freigeschaltet, wie zum Beispiel Barack Obama. Popstar habe ich jetzt nicht raushören können, wer das sein soll. Dann hier noch ein Politiker und ihr habt hier auch noch viele, viele mehr. Und das Ganze funktioniert letztendlich so, dass ihr jetzt hier raufklicken könnt und das Ganze kaufen könnt. Mit 4600 Credits, 5000 Credits bekommt am Anfang jeder einzeln und es gibt verschiedene Möglichkeiten, Credits zu bekommen. Und zwar könnt ihr dafür natürlich einmal auf das Plus gehen und ihr könnt euch natürlich auch Sachen kaufen. Ihr könnt aber auch hier einfach auf Earn Free Credits klicken und könnt jetzt hier, sage ich mal, Freunde einladen oder den Discord-Server joinen oder diese Meta einmal mit Training füttern und das könnt ihr letztendlich ganz einfach hier rüber starten. Und so könnt ihr letztendlich hier einfach einmal einen auswählen. Ihr habt hier oben auch noch verschiedene Kategorien und wenn wir jetzt einfach mal Barack Obama auswählen, können wir hier auf Use klicken, dann sagt er hier, dass er fertig ist und letztendlich bei dem Aufnahmemodus ist es so, dass man letztendlich jetzt hier einfach auf Record klickt, dann kann man jetzt hier einfach reinreden. Die Stimme verzerrt sich jetzt nicht, weil ich in dem Aufnahmeprogramm ein anderes Mikrofon ausgewählt habe und wenn ihr dann fertig seid mit Reden, klickt ihr hier einfach einmal auf Fertig, dann lädt er das Ganze einmal und stellt das Ganze hier unten zum Download zur Verfügung und wenn man dann, sage ich mal, hier gucken möchte, wie sich das anhört, klickt man hier einfach auf Play. Dann kann man jetzt hier einfach reinreden, die Stimme verzerrt sich jetzt nicht, weil ich in dem Aufnahmeprogramm ein anderes Mikrofon ausgewählt habe. Und so kann man letztendlich verschiedene Stimmen ausprobieren. Wenn wir jetzt hier einfach einmal wechseln und auf diesen Popstar klicken, können wir hier einfach auf Use klicken und das Ganze nochmal machen. Hallo, das hier ist ein kleiner Test, ich weiß nicht, um welchen Popstar es sich hier handeln soll. Dann lädt das Ganze einmal wieder durch. Hallo, das hier ist ein kleiner Test, ich weiß nicht, um welchen Popstar es sich hier handeln soll. So, und dann könnt ihr das Ganze hier letztendlich einfach runterladen oder einfach löschen. Das soweit zu dem Aufnahmeprogramm. Interessanter wird es wahrscheinlich hier in dem Live-Modus und hier könnt ihr letztendlich einmal den Voice Changer natürlich einmal aktivieren und hier natürlich euer Mikrofon auswählen und hier unten könnt ihr dann letztendlich einmal einstellen, ob die Qualität besser sein soll. Das Ganze zieht natürlich aber auch mehr Energie und hat eventuell, so wie ich das rausgefunden habe, ein bisschen Delay. Wenn ihr diesen Delay zu doll findet, könnt ihr das Ganze hier einfach auch runterstellen und ich habe festgestellt, alles bis 10 sieht mit dem Delay ganz gut aus und ist von der Qualität her auch ganz gut und dann könnt ihr letztendlich hier auch wieder eine Person auswählen, wenn ihr wollt. Klickt hier auf Use und wählt dann einmal aus, welche Applikation ihr dafür verwenden wollt. Zum Beispiel einfach einmal Discord. Dann gibt es hier einmal ein Discord-Tutorial, wie ihr das Ganze einstellt. Es ist relativ einfach. Ihr müsst einfach nur bei dem Input-Device einmal dieses Cable-Output
Audio Virtual Cable auswählen. Das ist bei allen anderen Programmen auch so. Es ist allerdings trotzdem sehr nützlich, dass für jede dieser Applikationen ein eigenes Tutorial existiert. Das heißt, wenn das nicht von Anfang an funktioniert, könnt ihr das ganz einfach auswählen. Und wenn ihr dann zum Beispiel bei Discord dieses Virtual Audio Cable für Voice AI ausgewählt habt, dann könnt ihr letztendlich einfach losreden und die Stimme verändert sich. Und ihr könnt natürlich hier auch dann den Voice Changer wieder ausmachen, wenn ihr wieder ganz normal reden wollt. Ich setze euch diesen Link hier auch einfach einmal in die Videobeschreibung. Falls ihr das austestet, dürft ihr den natürlich gerne verwenden. Ich möchte nämlich auch nochmal verschiedene Stimmen ausprobieren. Das Ganze ist, wie gesagt, in der Beta-Version. Das heißt, es kann hier und da mal nicht funktionieren. Allerdings sollen auch hier noch mehrere Möglichkeiten freigeschaltet werden, über welche Programme man dieses Programm dann hier doch noch mehr nutzen kann. Ich finde das auf jeden Fall sehr interessant und auch sehr, sehr gut gemacht. Weil ich finde, grundsätzlich die Stimmen, die ich jetzt mal ausprobiert habe, sind ziemlich gut geworden. Und ansonsten war es das auch schon mit dem Tutorial. Ich finde den Voice Changer ganz erfrischend. Also Voice Mod ist natürlich nochmal eine andere Sache. Allerdings hat man da natürlich nur erfundene Stimmen. Hier mit dieser AI-Intelligenz, also mit dieser künstlichen Intelligenz, hat man natürlich Stimmen von bekannten Personen. Und dabei kann das, glaube ich, ganz lustig werden, wenn man irgendwelche Games streamt, wie zum Beispiel League of Legends oder Minecraft oder Fortnite, dann hier irgendwie als Barack Obama aufzutreten. Gut, macht natürlich auf Englisch mehr Sinn, aber davon mal ganz abgesehen. Das, glaube ich, kann ganz lustig sein, deswegen wollte ich euch das einmal zeigen. Und ja, falls euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein kostenloses Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.